Das Baby fühlt. Und wenn neben ihm eine Schlange sich befindet, das Baby wird seine Hand auf die Schlange drauf tun und fühlt sanft. Das ist ein sanftes Gegenstand. Das Baby hat seine Hand drauf getan und hat gefühlt. Aber wenn dieses Baby älter wird, wird er diese Tat wagen zu tun? Niemals. Warum? Weil er später Verstand haben wird. Und die Gefahren kennt durch seine Handlung. Ein Beispiel für das Gehirn. Du liest einen Artikel übers Rauchen. Dass Rauchen schädlich ist. Und trotzdem, du rauchst. Warum nehmen viele Menschen oder die meisten Menschen auf dieser Erde den Islam nicht an? Weil sie die Konsequenzen nicht kennen. Genauso wie das Baby am Anfang. Ja? Der Kafir weiß gar nicht, was ihm erwartet wird am jüngsten Tag. Der weiß gar nicht, was ihm erwartet, wenn der Todesengel jetzt zu ihm kommt. Und wir sagen, wenn jetzt ein Erdbeben passieren wird in Deutschland, gehen 67 Millionen Menschen direkt in die Hölle. Die werden reingeschüttelt. Ja? Also Deutschland besteht aus 83 Millionen Menschen. Sagen wir mal, vielleicht gibt es 6 Millionen Muslime. Wir nehmen die erstmal raus. Ja? Und gehen wir davon aus, inshallah, dass die Muslime nicht in die Hölle kommen. Dann nehmen wir die Kinder auch raus, weil die Kinder nicht zur Rechenschaft gezogen werden bei Allah. Es bleiben, sagen wir mal, 60 Millionen. Könnt ihr euch vorstellen, 60 Millionen vor euren Augen zu sehen, die in die Hölle reingeschüttelt werden? Könnt ihr euch das vorstellen? Das sagt Allah im Koran. Und die werden in Jahannam reingeschüttelt. Und was ist deren Wunsch? قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. Deren Wunsch, die sagen zum Wächter, Malik, Malik ist der Engel der Wächter auf die Hölle, der Aufpasser, der gewaltige Engel. Die werden ihm sagen, O Malik, lass Allah uns sterben lassen. Hier gibt es Vermittlung. Ja? Vermittlung zu Allah. Weil sie es nicht verdient haben, Allah direkt anzusprechen. Aber im Paradies gibt es keine Vermittlung. Das ist die Verachtung in der Hölle. Ja? Sie wollten die Verachtung auf der Erde haben und Allah lässt die Verachtung weitergehen in der Hölle. Ja? Dass sie sagen, ja Malik, o Malik, lass dein Herr mit uns Ende machen. Welche Antwort bekommen sie? Das ist deren Wunsch. Ja Malik, o Malik, sag dein Herrn, sag Allah, bitte Allah darum, dass er uns sterben lässt vor der Bestrafung. Eiter, Blut, geschmolzene Haut und von Shajarat al-Zakum, ein Baum im Paradies, in der Hölle, werden sie essen. Und das ist jede Sekunde.
und jede Minute. Kleider aus Feuer, Betten aus Feuer. Ja? Flüsse aus Eiter, wovon sie trinken müssen. Flüsse aus Blut und geschmolzene Haut, wovon sie trinken und essen müssen. Für wie lange? Für wie lange? Wenn du im Gefängnis sitzt, hast du immer noch die Hoffnung, dass du rauskommst. Wenn du krank bist, hast du immer noch die Hoffnung, dass du gesund wärst und aus dem Krankenhaus entlassen wärst. Kannst du dir vorstellen, dass kein Ende für deine Qual geben wird? Das ist die Ewigkeit. Und das ist, was Allah den Kafir